Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Director's Cut. Ich muss wieder überlegen, dass ich nicht Silent Hill sag. Okay. Auf der Suche nach dem Fahrstuhl, ja, und nach den Türen, die ich mit dem Schlüssel, den ich erworben habe, jetzt öffnen kann. Ja, ich denke mal, wo ich herkam, war unten irgendwo. Das muss unten gewesen sein, also. Ich kann mir es nicht anders vorstellen. Ich bin jetzt schon eine Weile raus. Ich habe jetzt eine kurze Pause gemacht und das merkt man auch in dem Sinne, wenn ich nicht so wirklich weiß, wo ich langlaufen muss. Also seht es mir nach, wenn ich jetzt erstmal einige Türen wieder durchsuchen tu, tun tu, wo ich. Denn ich wurde ja letztens. Ich wurde ja zurückgeschickt ins Anwesen und habe hier eine Batterie gefunden, die für einen Fahrstuhl ist. Und ich kann mir nur vorstellen, dass das der Fahrstuhl hier hinten draußen ist. Wow, ich habe es gefunden, ja wirklich in die Richtung. Ich bin zumindest in die richtige Richtung unterwegs. Da bin ich jetzt mal gespannt. Nein, hier war die Kurbel. Da konnte ich das Wasser ablassen und deswegen konnte ich hier rüber. Damit will ich nichts zu tun haben. Die gehen nicht gar nichts an, die laufen da einfach mal durch. Genau, irgendwo muss ja der Fahrstuhl sein, wo ich die Batterie reinige. Alles, was ich so einsammle, ja, das sind ja Dinge, die ich auch mal loswerden will. Die Batterie wurde herausgeholt. Wir sind richtig, das muss jetzt klappen. Batterie. Ich bin gespannt, wo ich jetzt hinkomme. Ob das wirklich was anderes ist oder ob das jetzt einfach nur ein kleines Puzzleteil ist, wo ich was Kleines noch einsetzen kann, was aber nicht unbedingt funktioniert. Ich glaube zweitens. Das gibt es ja nicht. Ja, zumindest den Part erfüllt, dass ich die Batterie dort eingefügt habe, falls ich irgendwann mal wieder dorthin muss. Auf jeden Fall muss ich ins Anwesen zurück, weil ich habe diesen Schlüssel gekriegt. Lass mich durch. Die stehen überall rum jetzt, ja. Die sind überall diese Licker. Licker, glaube ich. Ja. So, was war hier drin? Muss ja irgendwo noch ein Schlüssel. Nein, nein, nein. Das war das Rätsel mit den Bildern. Das habe ich ja schon gemacht. Da muss ich jetzt nicht nochmal rein und noch was nochmal machen. Wäre ja Quatsch. Wichtig ist nur, dass ich noch dass ich sämtliche Türen finde, die ich noch nicht aufgeschlossen habe. Sie haben dies gerade benutzt. Ach schön, der Helmschlüssel. Genau so hieß dieser Schlüssel, der Helmschlüssel. Dieser Schlüssel ist jetzt nutzlos. Wegwerfen? Ja.
Ich denke mal schon, ja. Was will ich denn damit noch? Hier liegt ein Buch. Hier ist dunkel. Wieso ist das so dunkel hier? Ich kann nur den Mond und den dichten Wald sehen. Wieso ist hier wie? Das ist ein Schalter. Möchten Sie? Natürlich drücke ich den. Halleluja. Ja, ich kann immer noch nur den Mond und den Wald sehen. Ja, das ist schon. Ja, wenn man nach draußen guckt. So, hier sieht es so aus, als wenn hier was liegen würde. Oh, das schon wieder. Nehmen wir mal mit, ja. Nichts zu lesen, weil das sieht so aus, als könnte ich, das ist ein Schaden, möchte, nein, ich will nicht nochmal ausmachen. Und jetzt sieht sie es erst. Möchten Sie das nehmen? Flüche, Band 1. Was ist das, was ich mitgenommen habe? Ich will, das prüfen wir gleich mal nach. Ja, also. Nichts Wichtiges. Und warum habe ich es dann mitgenommen? Nichts Ungewöhnliches. Jetzt hat das auch nichts zu melden hier, das sieht aus wie ein Kreuz. Okay. Wieder eine Tür geöffnet, die uns aber nicht irgendwo näher bringt, wo unsere ganzen Kollegen hin sind. Flüche. Ah, das hätte ich können jetzt erstmal wegpacken. Also manchmal. Hier war doch eine Kiste. So. Wir haben noch Platz bei dem Ganzen, was hier rumliegt. Ja, benutze ich das jetzt? Benutze ich das einfach, dann habe ich wieder Platz. Das mit den Flüchen. Okay, ich nehme das Buch mal mit. Ich nehme das einfach mal mit, auch wenn ich nicht weiß, ob das wirklich irgendeinen Sinn ergibt jetzt momentan. Aber es stand ja, sie meint ja, dass das keinen Nutzen hätte. Bin gespannt, wo ich den Code finde. Diesen Code für die andere Tür. Ob es da nur Waffen gibt oder ja, wir gehen wieder alles durch, ja, wie gehabt, wie ich gesagt habe. Der wohl sinnloseste Raum im ganzen Spiel. Vielleicht hat das ja bei Chris Redfield irgendeinen Sinn, wenn ich die Story mit ihm spiele.
man denn hier los? Da ist der Kopf ab. Ein rostiger Boiler, nichts Auffälliges, ja. Der scheint irgendwie nie wichtig zu sein. Zumindest nicht bei ihrer Story, bei ihrer Geschichte. Wundert mich eigentlich. Ja, wer weiß, man ist am Munkeln. Ich soll ja das Herrenhaus durchsuchen, ja. Ich wurde ja deswegen zurückgeschickt. Und wir gehen jetzt erstmal unten lang, unten alle möglichen Räumlichkeiten ab, die vielleicht interessant sind. Ich glaube, hier war das nur mit dem Klavier oder so. Ich kann mich noch vage dran erinnern. Schauen wir mal. Schauen wir mal nach. Oh, mein Magen knurrt. Ich hoffe, man hat das jetzt nicht gehört. Ich habe keinen Schlüssel für diesen Raum. Oh, das geht mir doch auch auf den Geist, dieser Raum. Wieso kann ich den nicht aufschließen? Welchen Schlüssel brauche ich denn dafür? Für diesen einen Raum mit dem großen Spiegel, den merke ich mir jetzt. Ich hoffe doch, ich merke den mir. Das ist diese eine Tür. Jetzt hier unten. Ah, Moment. Ich komme. Alter. Lauf hier nicht falsch. Ich habe jetzt die Tür. Ich muss in die hier jetzt rein. Das heißt müssen. Ich muss auf jeden Fall muss irgendwas nachschauen und finden. Komme ich da nicht her? Alter Schwede. Mein Gott, jetzt verlaufe ich mich schon wieder. Hat man Töne? Ganz hier hinten, ja, okay, da habe ich ja auch schon aufgemacht. Nichts Neues zum Aufschließen. Das ist auch schon offen. Ja, ist ja alles schon auf. Was sind das für Geräusche? Die Musik ändert sich.
Schrotmunition. Nein, ich habe keine Schrotflinte. Ich habe eine Bazooka. Und die haut ordentlich rein. Ja, möchten wir die Leiter hochklettern? Ja, das möchten wir natürlich. Ja. Um erstmal die Orientierung zu haben, wo ich überhaupt bin und wann das Ganze ein Ende hat. Ach, hier bin ich ja mal. Ah, das war das mit dem Seil. Jetzt habe ich wieder was entdeckt, was eigentlich alt ist. Der hatte oben das Seil fallen gelassen, mein Kollege hier, und hat mich dann da unten gelassen. Und deswegen... Deswegen nehme ich jetzt mal den Fahrstuhl. Mal gucken, ob ich dort an derselben Stelle rauskomme, wie gerade eben. Weil dann hat sich das auch erledigt. Alles klar. Es ist also egal, wie ich gehe, ob Fahrstuhl oder ob zu Fuß. Was ist das hier alles? Fest verschlossen. Wieso denn das, Mensch? Was ist? Habe ich einen Dietrich? Hab ich nicht. Brauche ich denn jetzt wieder für einen Schlüssel? Dann geh doch mal durch. Lass ich nicht so bitten. Keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Ja, was haben wir denn hier für eine Munition? Sprengmunition. Sonst noch was außer der Stuhl? Ja, nothing else. Nothing to find. Ja, die Tür. Und noch eine Tür. Liegt hier irgendwo was drin? Eine Menge Bücher. Ja.
Musik klingt wie so ein älteres Adventure. Viele Bücher. Sie wurden schon lange nicht mehr benutzt. Okay. Die meisten sind über Chemie. Was ist das? Ein Schalter. Ja, da wird es doch wieder dunkel oder hell. Hier hat etwas gelegen. Sie können das ja nicht nutzen. Ach, komm on. Ich kann das Buch nicht benutzen hier. Hier hat etwas gelegen. Ja, schön, dass das was gelegen hat. So, jetzt komme ich hier durch. Ja, sie wurden schon lange nicht benutzt. Das ist schön. Und dass hier was gelegen hat, das ist auch... nicht hilfreich. Nicht hilfreich. Ich weiß jetzt nicht, welches Buch oder was weiß ich... wenn das, was ich gefunden habe, da nicht funktioniert. Biologie und Chemie. I don't know. Ich verlaufe mich sowieso hier die ganze Zeit. So, gibt's jetzt... oh, von hier aus kann ich den Hof überblicken. Ein Helikopterlandeplatz. Vielleicht kann ich die anderen von dort erreichen. Ah, das wäre natürlich schön. Aber wie komme ich von hier aus? Von hier aus dorthin? Kann mir das mal jemand verraten? Ich komme ja hier nicht raus. Ist hier irgendein Fenster, was offen ist? Irgendwas, wo ich hochklettern kann? Auf jeden Fall muss ich noch ganz nach drüben. Jetzt habe ich ungefähr... geh doch mal bitte raus! Ach meine Güte, ey, das ist manchmal so nervig. Jetzt habe ich das Ziel, ganz nach drüben zu gehen. Das ist ein Witz jetzt. Ich laufe schon wieder im Kreis. Alter Schwede, was ist denn los? Jetzt bin ich schon wieder... ich krieg die Krise. Raus hier, einfach nur raus. Ich muss irgendwo drüben hin, Landeplatz. Das wird meine einzige Stelle sein, an die ich jetzt muss. Nichts wie weg hier. Thank you.
Ach mein Gott, lass mich doch mal kombinieren. Wenn schon nichts aufgeht. Es muss doch einen Ausweg geben. Warum ist das alles so verschachtelt hier bei dem Spiel jetzt hier? Ich muss doch irgendwie rauskommen. Ich will doch darüber. Irgendwie, meine Güte, verschließe ich alle Türen. Oh nein. Oh, nicht euer Ernst. Gib es nicht. Also an der Stelle mache ich erstmal Schluss. Ich bin jetzt schon wieder hier zurück. Hier, ey, das kann ja wohl nicht sein. Was verlaufe ich mich denn ständig? Das gibt's doch wohl nicht. Freunde, tut mir leid, aber der Part ist ja erstmal zu Ende. ja, wie bei Resident Evil Director's Cut. Und ja, ich hoffe, ihr wart bisher dabei und seid auch bei den nächsten Videos dabei. Wir kommen da schon raus irgendwie. Mach dich da mal keinen Kopf. Ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin erstmal weg. Tschüss.